In diesem Video geht es um die Funktionen in imperativen Programmiersprachen. Dazu schauen wir uns folgende Punkte an. Wir haben Funktionen in der Mathematik und vergleichen diese mit Funktionen in der Informatik. Dann schauen wir uns noch einmal genau die Fachbegriffe an. Es folgen einige Beispiele der Definition von Funktionen. Und am Ende gibt es noch mal eine kurze Zusammenfassung der Vorteile, die man hat, wenn man mit Funktionen arbeitet. Eine Funktion in der Mathematik. In der Mathematik ist eine Funktion eine Zuordnung zwischen den Elementen zweier Mengen. Auch kurz geschrieben, f von x ist gleich y. Wir schauen uns das Ganze am Beispiel an, nämlich der Flächenberechnung. Wir haben eine Fläche. In unserem Fall ist es ein Quadrat. Die Fläche des Quadrates ist abhängig von der Seitenlänge a. Daraus kann dann eine Formel abgeleitet werden, nämlich a² von a ist gleich a². Das bedeutet also, wir berechnen einen Funktionswert in Abhängigkeit von einem Eingabewert. In der Mathematik ist es jedoch auch so, dass manche Funktionswerte von mehreren Eingaben abhängen. Dafür schauen wir uns mal die Fläche von einem Rechteck an. Diese ist ja nicht nur abhängig von der Seite a, sondern auch von der Seite b. Auch hier haben wir dann eine Funktion a Rechteck von a und b ist gleich a mal b. Das Konzept der Funktionen in der Informatik ist ähnlich. Eine Funktion ist dort ein Programmteil, der übergebene Argumente, also Daten, verarbeitet und den berechneten Funktionswert zurückgibt. Wir schauen uns das Ganze mal am Blackbox-Modell an. Wir haben also eine Verarbeitungseinheit, in der werden irgendwelche Rechnungen definiert, die wir in diesem Stadium noch gar nicht genau kennen. Damit wir diese Verarbeitungseinheit, dieses Programmteil ansprechen können, braucht er einen Namen. Bei uns heißt er Fläche Rechteck. Um nun erfolgreich etwas zu verarbeiten, brauchen wir eine Eingabe. In dieser Eingabe brauchen wir die Daten, die verarbeitet werden. Die werden übergeben an diese Verarbeitungseinheit, an diese Funktion. Bei der Übergabe wird gesagt, welche Parameter denn das sind. In unserem Fall die Seite a und die Seite b. Nachdem diese übergebenen Daten dann verarbeitet wurden, wird das Gesamtergebnis ausgegeben als Ergebnis der Funktion. Wenn nun eine Funktion aufgerufen wird, werden in der Eingabe konkrete Werte übergeben. In unserem Fall ist die Seite a 3 und die Seite b 5. Nachdem dann die Verarbeitung erfolgte, wird in der Ausgabe der Wert 15 ausgegeben. Wir schauen uns nun nochmal die Fachbegriffe an, die bis jetzt schon gefallen sind. Wir haben also unsere Blackbox, auch wenn sie in unserem Fall blau ist, mit dem Funktionsnamen. Dieser ist wie gesagt wichtig, um sie nachher aufzurufen und um überhaupt erstmal eine Vorstellung davon zu haben, was diese Funktion macht. Dann haben wir unsere Parameter, die an die Funktion übergeben werden. Weiter haben wir die Argumente bzw. Daten, die übergeben werden für die Verarbeitung. Und als letztes haben wir den Funktionswert, der das berechnete Ergebnis zurückgibt. Hier sei einmal kurz schon anzumerken, dass eine Funktion nicht nur mathematische Ausdrücke berechnen kann, sondern vielleicht auch Modifikationen an Texten vornehmen kann, zum Beispiel, dass die Anzahl der Buchstaben gezählt wird, dass zu einem eingegebenen Wort ein verschlüsseltes Wort ausgegeben wird. Da sind ganz viele Möglichkeiten gegeben. Hier schauen wir uns kurz an, wie verschiedene Funktionen in Programmiersprachen definiert werden. Wir haben einmal die Programmiersprache Snap, eine grafische Programmiersprache, dann haben wir Python und Java. Man sieht, der Aufbau ist schon relativ gleich. Wir beginnen mit einem Funktionskopf und darunter folgend ein Funktionskörper.
Der Funktionskörper bei diesem Beispiel ist sehr klein gehalten. Es kann auch sein, dass dort viel mehr Befehle stehen, vielleicht für komplexere Berechnungen. Wir schauen uns noch einmal den Funktionskopf etwas genauer an. Dort wird in allen der Name der Funktion definiert und die Funktionsparameter werden auch übergeben. Man sieht leichte Unterschiede. Zum Beispiel haben wir bei Python erst das Schlüsselwort def, das beschreibt, dass eine Funktion definiert wird. Oder bei Java sehen wir noch andere Modifikationen, zum Beispiel welcher Typ der Rückgabewert ist oder wie die Sichtbarkeit ist. Auch bei den Funktionsparametern sind leichte Unterschiede auszumachen. So ist bei Snap oder Python allein die Namensdefinition der Parameter notwendig. Bei Java hingegen wird auch der Datentyp mit übergeben. Wir schauen uns nun noch einmal die Funktionsrückgabe an. Bei Snap ist es ein anderes Schlüsselwort, dort heißt es Berichte, bei Python und Java hingegen heißt es Return. In unseren Beispielen erfolgen die Berechnungen gleich in diesem Return-Statement. Wie vorher schon angedeutet, kann dies auch vorher erfolgen in einer komplexeren Berechnung. Nun schauen wir uns noch einmal an, wie eine Funktion dann aufgerufen wird. Auch hier wieder bei den drei Programmiersprachen, die wir gerade schon hatten. Auch hier sieht man, der Aufruf ist eigentlich immer identisch. Wir haben den Namen der Funktion und die Übergabe der Parameter. Was sind nun die Vorteile, wenn wir mit Funktionen beim Programmieren arbeiten? Zum einen ist die Wiederverwendbarkeit gegeben. Wenn wir in einem Projekt mehrmals zum Beispiel die Fläche berechnen müssen, müssen wir es nur ein einziges Mal definieren und können dann jederzeit darauf zugreifen, ohne uns darüber Gedanken zu machen, wie es umgesetzt wird. Der Quelltext ist leichter zu warten, da er in logische Einheiten aufgeteilt ist und wir leichter Positionen finden, an denen etwas verändert werden muss. Dann ist auch die Kontrolle der Korrektheit einfacher. Wenn man kleinere Sinneinheiten hat, kann man leichter überprüfen, ob die genau das tun, was man eigentlich möchte. Und zu allerletzt ist es auch noch übersichtlicher, wenn man vielleicht komplexe Funktionsausdrücke in kleinere Teilstücke zerlegt. Das war es erstmal mit der kurzen Einführung zu Funktionen in der imperativen Programmiersprache. Jetzt würde ich empfehlen, einfach dasselbe auszuprobieren. Viel Erfolg dabei!